Hallihallo und herzlich willkommen zurück zur Aussagenlogik. So, heute soll es um die Anwendung von dem gehen, was wir letztes Mal gelernt haben. Und zwar machen wir das mit Normalform. Ich habe hier rechts schon mal hingeschrieben, um was es heute gehen soll, nämlich um disjunktive und konjunktive Normalform und um vollständige und minimale Normalform. Wahrscheinlich machen wir das im nächsten Video, also heute geht es hier drum. Also konjunktive Normalform. Konjunktiv bedeutet, oder eine Konjunktion bedeutet, ich hänge zwei Sachen mit und aneinander. Das bedeutet, das hier ist eine Konjunktion, dieses und. Okay? Und eine konjunktive Normalform, übrigens das oder ist die Disjunktion. So viel mal dazu. Und eine konjunktive Normalform ist jetzt eine Konjunktion von Disjunktionen. Jetzt hört sich das erstmal total bescheuert an, aber wenn man sich's mal klar macht, dann ist es eigentlich fast verständlich. Und zwar kann ich ja hier sagen, okay, ich klammer mir diese Teile ein, denn ich kann mit dem Schema, dass ich einfach nur und benutze, kann ich nicht jede Gleichung darstellen. Mit einer Normalform möchte ich ja jede Gleichung darstellen können. So, was ich jetzt mache, ist folgendes. Ich kann die Sachen ja hier in Klammern setzen. Das verbietet mir ja niemand. Das ist zwar hier ein bisschen bescheuert, weil ich nur diese eine Variable habe, aber ist okay, darf ich machen. So, und jetzt sage ich hier einfach, okay, ich mache hier ein oder rein und dann ein y zum Beispiel oder z. So, und dann ist das hier eine Unterformel von der ganzen Formel von f von x. Also das ist ganz f und das hier ist jetzt eine Klausel. So nennt sich das. Aber ihr könnt es euch einfach auch als Unterformel merken. Ich werde nur manchmal wahrscheinlich ausrutschen und sagen Klausel, dass ihr wisst, wovon ich rede. Okay. So, und das sieht man ja, ist jetzt hier eine Disjunktion. Das heißt, das hier, diese Klausel in der Klammer, ist eine Disjunktion und diese ganze Formel hier ist eine Konjunktion. Denn diese und, die verbinden außen, ganz außen, diese Disjunktion, die innen drin kleiner stehen sozusagen. Also ihr könnt es euch so vorstellen, das hier ist auf der Hierarchie einfach eine Stufe weiter oben, wie in einem Nebensatz sozusagen. Das ist die Verbindung vom Hauptsatz und das hier ist die Verbindung vom Nebensatz, wenn man sich so abstrakt vorstellen kann. Gut, und das kann ich jetzt hier logischerweise auch noch machen. Sowas hier zum Beispiel und da sagen wir einfach nur z. Und dann kann ich auch noch sagen, okay, ich möchte aber auch noch nicht drin haben. Und nicht zählt einfach gar nicht rein. Da sage ich einfach hier, okay, da nicht und hier nicht, keine Ahnung. Und ja, eventuell möchte ich ja noch ein oder x haben. So sieht es dann aus. Und das hier wäre auch eine konjunktive Normalform. Denn wir haben ja hier überall eine Klausel, also mehrere Klauseln. Hier, das können übrigens beliebig viele sein, das ist nicht irgendwie auf drei beschränkt. Auch hier vorne die Anzahl an Variablen darf mehr als drei sein. Ich habe eine Klausel und die ist verbunden also in sich selber mit oder verbunden. Und da draußen steht ein und dann kommt wieder eine Klausel und da ist wieder ein oder da drin, also beliebig viele oder. Für jede Variable kannst du eins geben. So. Und dadurch komme ich auf so eine Form. Die sieht total bescheuert aus und ist echt nicht super zum Lesen, aber es ist eine sogenannte konjunktive Normalform. Und die wird tatsächlich häufig benutzt. Ja. Ich möchte jetzt noch kurz zwei Schreibweisen mit euch einführen, dass wir da auf demselben Nenner sind. Und zwar habe ich Folgendes gelernt. Ja, gut, dann machen wir das direkt so. Man kann die uns einfach weglassen. Das heißt, man kann sowas hier schreiben. Und dann ist implizit klar, okay, hier dazwischen, wie beim Mal in der Mathematik, steht hier einfach ein und, wenn wir von der Logik reden. Okay? Dass wir da wissen, wovon wir reden. Und noch was Drittes, wir sagen hier auch noch Folgendes. F von x, jetzt wird es mir wieder nicht vorgeschlagen. Toll. Naja gut, dann nicht. Hier muss ich eh mehr tippen. Man sagt, wenn man vor allem jetzt irgendwie das Ganze als Programmierer betrachtet, dann nimmt man einfach so eine Mengenschreibweise. Und die äußere Menge, das geht übrigens auch für die disjunktive Normalform, aber normalerweise benutzt man es für die Konjunktive, also bleiben wir dabei. Die äußere Menge bedeutet einfach, okay, das ist eine Menge an Disjunktionen. Also das hier ist die Menge an Disjunktionen. Und hier rein kommen jetzt die Disjunktionen. Und das sind wiederum die einzelnen Mengen. Also sprich, diese äußere Klammer ist
vergleichbar, wie wenn ich jetzt hier noch eine komplette Klammer drumherum mache um das Ganze. Das ist diese äußere geschweifte Klammer. Und innen drin, diese geschweiften Klammern, die hier, ist jetzt vergleichbar mit der hier. Und da innen rein kommt einfach x, y, z. So, und hier sagt man jetzt, Moment, nein, ich habe das falsch im Zwischenspeichern, ich muss es neu kopieren. Hier sagt man jetzt not y, z. Und hier sagt man x, not z. Und das sind quasi einfach genau die gleichen Schreibweisen. Also hier haben wir einfach mal die Mengenschreibweise für die konjunktive Normalform. Und hier haben wir einfach dieses und rausgelassen für die, ja, hier zwischen den Disjunktionen einfach. Okay? Das ist sozusagen die vollständige, nicht vollständig, das ist was anderes. Das ist sozusagen die ausführliche Schreibweise, die man am Anfang auf jeden Fall benutzen sollte, damit es klar bleibt und klar ist. Aber die hier werde ich relativ häufig benutzen, weil es einfach für mich viel, viel angenehmer ist zum Tippen und zum Schreiben ist es auch besser irgendwie. Ansonsten, ihr könnt machen, was ihr wollt. Also einfach schauen, dass ihr da vielleicht, falls ihr es in der Uni habt, mit eurem Prof übereinstimmt. Gut, machen wir noch kurz diese disjunktive Normalform. Ich kopiere das hier mal woanders hin. Ups, nicht dahin, eins oben drüber. Und die Aussagenlogik schiebe ich mal nach da. Brauchen wir eh nicht. So, wir wissen, um was es geht. Okay. Ja, und jetzt hier die disjunktive Normalform. Die disjunktive Normalform hat es genau umgedreht. Das ist eine Disjunktion von Konjunktionen. Also sagen wir mal, wir haben ein G von X, Y und Z. Und das ist zum Beispiel ein. Was ist denn los? Warum kann ich nicht? Oder hätte ich gerne. Oder und dann noch eine Klammer, oder und noch eine Klammer. So, und ich werde jetzt gleich diese Schreibweise hier oben benutzen. Ich werde die uns einfach rauslassen, weil das einfach viel, viel geschickter ist. Sage ich einfach x, y, z. Und hier sage ich not y, keine Ahnung, x not y. Und hier sage ich y, z. Oder auch not z. So, Achtung, dieses G ist keinesfalls dieses F. Das war jetzt einfach gerade wild erfunden und ist ein Beispiel. Wir können hier auch noch ein Z reinhauen. Wir können, wie gesagt, jede Variable in jeder von diesen Konjunktionen einmal verwenden und eventuell ein Not vorne dran schreiben, eventuell auch kein Not vorne dran schreiben. Wenn ich jetzt hier eine Variable mehrmals verwenden würde, X und X, wissen wir ja, ist X. Das heißt, es ist irgendwie gleichbedeutend, wie wenn ich es so schreibe. Und wenn ich sage x und nicht x, dann ist es immer falsch. Das heißt, ich kann das hier sowieso gleich rauslassen. Deswegen jede Variable nur einmal. Ansonsten macht es keinen Sinn. Okay. Aber ich greife vor, das sind auch die Rechenregeln, die man hier jetzt anwenden kann drauf. Aber ich möchte euch ja erstmal nur zeigen, was es jetzt ist. So, genau. Und ja, jetzt haben wir hier drin eben diese Konjunktion x und y und z. X und nicht Y und Z. Und hier haben wir Y und nicht Z. Und die ganzen Gleichungen sind verodert. Das heißt, wenn eine von diesen drei Gleichungen jetzt gilt, also wenn eine von den dreien wahr ist, dann ist die ganze Formel wahr. Okay? Das bedeutet aber, wenn ich jetzt hier X1 und Y1 und Z1 habe, dann kommt hier 1, 1, 1 raus. Hier kommt 1, 0, 1 raus, also sprich, das Ganze wird 0. Und hier kommt 1 und 0 raus, sprich, das Ganze wird auch 0. Aber die ganze Gleichung ist trotzdem wahr, ja? Okay. So, jetzt haben die Dinger alle noch irgendwie so eine Möglichkeit, aus den Tabellen abgelesen zu werden. Und das möchte ich euch jetzt gleich noch zeigen, und zwar mit der, die wir das letzte Mal hatten. Kann auch sein, dass es nicht vom letzten Mal ist. Auf jeden Fall, hier bin ich wieder. Ja, diese Formel hatten wir vor kurzem mal. Und da haben wir so eine Wahrheitstabelle aufgestellt. Hier, das hier. Und jetzt möchte ich euch gerade noch kurz zeigen, wie man von dieser Wahrheitstabelle auf die konjunktive und auf die disjunktive Normalform kommt. Und ja, ich sehe gerade, 10 Minuten sind schon wieder um.
Ich glaube, ich werde es doch auf nächstes Video verschieben. Das heißt, ihr habt was, worauf ihr euch freuen könnt. Und ihr könnt mit diesen Normalformen mal rumexperimentieren. Ob ihr es hinkriegt, da irgendwie vielleicht mal ein bisschen umzuformen. So eine normale Gleichung wie zum Beispiel die hier. Einfach umformen mit den Rechenregeln, die wir hatten. Aber das ist ziemlich schwierig. Also ich erkläre es euch alles noch. Und ja, ihr habt so lange viel Spaß. Bis dann, wir hören uns. Ciao, ciao.